Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Inner World 2. Ich hatte gesagt, wir treffen uns hier nochmal an diesem Schild, denn dort sind Symbole drauf. Das haben wir schon. Das erinnert mich an etwas. Ist das ein Windbrunnen? Das fehlt dir noch. Das sieht irgendwie aus wie ein Asposa? Und das hatten wir schon. Die Schrift können wir kaum irgendwie identifizieren. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Elemente, die wir brauchen. Denn was anderes haben wir ja hier nicht. Das heißt, wir gehen hier nochmal in die Nebelsenke und gehen dann runter. Wir können ja zum Glück hier komplett durchlaufen. Kann man hier von hier eigentlich das alles sehen? Das ist jetzt unten im Dunkeln. Ach Quatsch, da können wir ja gar nichts sehen. Blödsinn. Ich kann kaum etwas erkennen. Es ist klar. Wir sind ja runtergefahren, beziehungsweise hoch. Nee, runter sind wir gefahren, sonst wären wir hier nicht reingekommen. So, das heißt, wir müssen hier nochmal mit dem Projektor... Es ist zu hell, um den Projektor richtig nutzen zu können. Das war mir fast klar. Also, abwärts hier. Ich finde die Mechanik wirklich super gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist, gibt's keine Worte für. Ich finde da auch keine Worte. Ich finde es wirklich sehr schön, dass es so komplex ist. So, wir hatten, so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Haben wir irgendwo die Spitznase? Warte mal. Die Spitznase? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Die Spitznase hatten wir hier. Spitznase. Und dann war es sowas, das ist, glaube ich, das schon, ne? Oder? Das passt hier nicht. Jetzt gucke ich... das waren die zwei Beine, ne? Das ja. Sieht aus wie ein Asposa. Zeus-Zeus! Okay, Asposa bedeutet Zeus-Zeus. Asposa ist Zeus-Zeus, okay. Die Frage ist, brauchen wir alle? Wir haben die drei, die auf der Tafel stehen, haben wir alle. Oder? Die haben wir alle. Oder brauche ich noch irgendwas anderes? Was bräuchte ich denn noch? Warte mal, hier gibt es doch noch sowas. Warte mal, geht auch eine... Geht auch sowas wie eine Wollmaus oder sowas? Huch. Nee. Was habe ich denn jetzt hier weggenommen? Oh mein Gott. Ja, das habe ich weggenommen. Ich darf ja... Nee. Das geht gar nicht. Ach so, warte mal. Vielleicht hier noch was? Eine Wollmaus. Holl-Holl. Okay. Oh, Wollmaus heißt Holl-Holl? Oh, Holl-Holl. Holl-Holl. Okay. Aber was haben wir noch? Wir haben ein Phosphos gehabt. Und wir haben so eine komische Fahne. Ein Windrad. Ein Erdbeer. Genau. Ein Windbrunnen. Was haben wir denn hier noch alles? Ein Windbrunnen. Warte mal. Eins ganz am Anfang sah doch so super passend aus. Das hier. Das passt irgendwie richtig super. Nee, das passt nicht. Nee. Oh je. Ein Basil. Oh. Was? Basilien heißen bei euch. Wawawa? Wawawa. Ja, ich fühle es. Ach du Heiliger. Aber haben wir noch irgendwas anderes? So, Basilien haben wir auch. Was ist... Nee. Nee. Das ist jedenfalls Pac-Man hier. Ich habe keine Ahnung. Warte mal.
Haben wir alles? Ich weiß es nicht. So, komm mal her. Hallo, kann ich euch noch mal was fragen? So, ich mach mal das da. Zeus, Zeus. Phosphos. Tschetsche. Holl, holl. Gungun? Aha. Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Ah, okay, das ist jetzt von der Tafel. Warte mal. Warte mal. Also doch nur die Sachen, die auf der Tafel stehen, wa? Das war der Asposa, war der zweite. Zeus, Zeus. Gungun, Zeus, Zeus? Okay, er will anscheinend das nächste Wort. Okay, das war diese Maus. Nee, Erdbeer. Warte mal, das nicht. Das da war's. Gungun, Zeus, Zeus. Ah, Gungun, Zeus, Zeus. Gidi. Pat, pat, Zeus, Zeus. Der letzte Windmönch. Oh Gott sei Dank. Asposien braucht euch. Ihr müsst sofort den Thron übernehmen, damit ich das nicht... Oh, nein. Nein. Oh. Das, nein. Das kann ja nicht sein. Sicher, dass das der letzte ist? Habt ihr nicht noch einen, eine Nummer größer? Ein kleiner Asposa. Au! Wer soll denn Asposien jetzt noch retten? Na du, Robert. Oh, ist das süß. Na dann, nicht mal das kann ich. Vielleicht in 20 Jahren. Dann kannst du offiziell Windmönch werden. Wenn dann noch irgendwas von Asposien übrig ist. Ach, Robert. Ich kann mich nicht um dich kümmern. Ich hatte mal einen Backstein als Haustier. Er ist weggelaufen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tue. Wie soll ich König sein? Ich habe immer noch seine Stimme im Ohr. Robert, du Vollidiot! Robert, wie schaffst du es jeden Tag, nicht an deiner eigenen Dummheit zu sterben? Robert, hör auf, die Wachsfrüchte zu essen. Dabei sahen die immer so lecker aus. Und ich hatte solchen Hunger. Ich musste mich immer mit dem verdammten Igel ums Essen prügeln. Gute Zeiten. Sei endlich still! Ich habe mein Leben lang im Keller einer Kathedrale gehaust. Unter einem Mann, der mich nicht mal seine Brotkrumen hat essen lassen. Du undankbarer kleiner Rotzlöffel. Ich hab dich großgezogen. Conroy, du warst die einzige Familie, die ich jemals hatte. Aber du hast mich nicht geliebt. Du hast mich nicht mal gemocht. Ich hab mich so oft gefragt, warum du ausgerechnet mich mitgenommen hast. Glaubst du, du wärst jemals ein guter König gewesen? Selbst wenn ich dich bei ihnen gelassen hätte, mein trotteliger kleiner Novize. Ich bin kein Trottel. Du bist ein Monster und ich habe dich besiegt. Du wirst mich niemals besiegen. Verschwinde! Er ist weg. Jetzt sagst du wohl nichts mehr. Du alter, versteinerter Mistkerl! Oh. Hey, nicht weinen. Armes Kerlchen. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch endlich kennengelernt. Ihr konntet mir nicht einfach sagen, dass der letzte Windmönch ein Baby ist? Warum habt ihr mich überhaupt hierher geschickt?
Hätte ich dich in deiner Waldlichtung gelassen, wärst du niemals vom Fleck gekommen. Du wärst bis ans Ende der Welt vor Conroy weggelaufen und hättest nie gemerkt, dass du versuchst, vor deinem eigenen Schatten zu fliehen. Er ist nun mal leider ein Teil von dir. Aber du bist auch ein Teil von dir. Der gute Teil. Warum hörst du denn nicht lieber auf den? Also, habt ihr das nur gemacht, damit ich was über mich selbst lerne? Warum habt ihr mir das nicht einfach gesagt? Manche Dinge muss man selbst herausfinden. Richtig. Ich verstehe. Hui, na fein. Dann habe ich jetzt wohl ein Baby. Was? Nein. Aber... Setz das hin. Das gehört dir nicht. Naja, als König könnte ich doch eigentlich... Junge, wir fangen klein an. Du kannst vielleicht ein Land regieren, aber denk nicht, dass du bereit bist, dich um ein Baby zu kümmern. Genau, Robert. Aber es ist so niedlich. Ja, noch. Hey, kleines Baby. Bubi, bubi, bubi. Huiuiuiuiuiui. Hattest du nicht eine Hinrichtung zu verhindern? Oh Mist, stimmt. Na dann, viel Glück. Danke, Mama Dola. Mach's gut, Kleiner. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Was macht ihr denn hier? Oh, hallo. Das ist mein neuer Standort. Ich glaube, er ist prima. Ich habe weit und breit keinen anderen Laden gesehen. Weißt du, wie man das nennt? Monopol. Mhm. Vielleicht wäre das ein gutes Spiel. Was denkst du? Monopol. Ja, aber wie seid ihr hierher gekommen? Mein Laden hat Räder. Oh, wie praktisch. Möchtest du noch eine Wundertüte haben? Ich gebe sie dir für Geld. Leider habe ich gerade keine Zeit dafür, aber... Hey, was haltet ihr davon, Sachen in Oberasposien zu verkaufen? Genau. Sind da viele Leute? Ja, es soll eine große Hinrichtung geben. Ich meine, nein, keine Menschenseele wird da sein. Ihr werdet der Einzige mit einem Laden sein. Der Rest wird hingerichtet. Also, wenn ich es nicht verhindern kann. Ha, du appellierst an den Geschäftsmann in mir. Steig ein. Okay. Wow, das sieht nicht gut aus. Ich frage mich, wo Laura ist. Du hirnverbrannter Vollidiot! Kannst du es nicht begreifen oder willst du es nicht begreifen? Laura? Sie muss da irgendwo sein. Oh. Ich habe es dir doch die ganze Zeit gesagt. Conroy hat die Basilen gebaut, um die Macht an sich zu reißen. Er hat euch die ganze Zeit zum Narren gehalten. Genug! Ihre Eminenz Abt Conroy würde das niemals tun. Du hast den Basilenkopf selbst gebaut. Und du wagst es, diese Scheußlichkeit hierher zu bringen? Warum sollte ich Basilenköpfe bauen? Die Wahrheit hängt buchstäblich vor deiner Nase. Und du weigerst dich, sie zu sehen. Du willst die Wahrheit nicht sehen, oder? Du hast Flötennasen und dir ist einfach jedes Mittel recht, um sie loszuwerden. Ruhe! Ich... Genau, Huck! Ach! Du... Ach! Du wirst mit ihnen untergehen. Sie alle werden untergehen. Ihr alle werdet am Grunde dieses Brunnens verrotten. Moment, Moment. Aber wenn du eine Flötennase bist, dann vernichtest du deine Familie. Du kannst doch deine Familie nicht umbringen. Sie haben mich verstoßen. Conroy hatte recht als er. Conroy ist ein Monster. Conroy hat mich gerettet. Er hat uns alle gerettet vor diesem Abschaum. Und nun werde ich diese Welt vor ihnen retten. Und wenn Conroy wieder da ist, was dann? Oh,
Dann brechen goldene Zeiten an. Zunächst wird er mich zu seiner rechten Hand ernennen. Dann werde ich seine rechte Hand. Mhm. Warum eigentlich nicht die linke? Ja. Emil ist eine Flötennase. Emil ist eine Flötennase. Ich muss mich beeilen. Laura kann ihn nicht ewig aufhalten. Ich muss es allen erzählen. Oh nein, sie werden mir nicht glauben. Denk, Robert. Denk, denk, denk. Oh, ich kann das nicht. Ich wusste, dass ich das nicht kann. Nein. Robert, reiß dich zusammen. Du bist der König. Du kannst das. Wer ist der König? Ich bin der König. Genau. Sie sind der König? Ja. Was? Nein. Naja, nein. Ich bin nicht der König. Noch nicht. Egal. Emil ist eine Flötennase. Das müssen alle sehen. Nur so werden sie mir glauben. Da hinten wird er gleich reden. Aber wie komme ich überhaupt zum Brunnen? Okay, wir müssen, glaube ich, erstmal unsere Nase wieder verstecken, oder? Nein, ich bin froh, ihn gerade nicht tragen zu müssen. Okay. Oh, hier ist ein klebriger Lolli. Stillos, aber noch zu gebrauchen. Uah. Okay. So, wir haben ein Abenteurerzelt. Ein schönes Zelt. Das sieht nach Abenteuer aus. Okay, rein da. Der Besitzer wird sicher nichts dagegen haben, wenn Nein. ich mich ein wenig umschaue. Genau. Ein Tacker? Der Tacker kann nur einem gehört haben. Wem denn? Da sind keine Tackernadeln drin. Oh. Da ist Niespulver okay. drin. Wie überaus praktisch. Hm. Wir wissen, was wir damit tun. Warte mal. Der hat doch auch so eine gestreifte. Können wir das? Das mache ich nicht. Ah, schade. Oder so? Das wird nicht klappen. Okay, wir brauchen... Hier geht's nicht runter. Hier ist eine Absperrung. Sie haben den Platz abgesperrt. Mhm. Hier ist der Müllschacht, hier ist ein Brunnen. Sieht aus wie ein Wasserspender. Aber was soll ich drunter halten? Niespulver. Ah, wenn ich das unter die Öffnung halte, kommt Wasser raus. Macht Sinn. Hä? Ah. Okay, lassen wir das. Nasenschoner. Ah, wenn ich... Lassen wir das. Okay, hier ist noch ein Rohr. Ich könnte reinsprechen. Aber warum? Das scheint unter den Brunnen zu führen. Ah, da kann man... Warte mal. Das wird nicht klappen. Doch. Wir können ja flöten. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ich weiß. Onkel Oboe. Hallo, Aha. ihr da in der Zelle. Oh, hallo, junger Freund. Seid ihr eine Flötennase? Ach, jetzt ist es auch egal. Ja, Flötennase und stolz darauf. Sehr gut, ich auch. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Kann ich Ihnen auch ein paar stellen? Warum sind Sie hier draußen und ich bin hier drinnen? Es ist doch Onkel Oboe. Warum steht ihr nicht auf der Planke über dem Windbrunnen? Das ist doch eine recht persönliche Frage. Entschuldigung. Ach, Sie haben so viele Flötennasen gefangen, dass Sie uns in Schichten hineinwerfen wollen. Bestimmt kein schöner Gedanke. Ja, ich würde mir wünschen, dass ihn irgendjemand aufhält. Ich werde ihn aufhalten. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen. Aber warum haben Sie das nicht vor 4 Jahren gemacht? Ich war versteinert. Ach so. Ach so. Ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Emil ist eine Flötennase. Ja, ich habe sie vorhin gehört. Wir müssen dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit davon erfährt. So weit war ich auch schon. Aber wie? Ich komme nicht an ihn ran. Wenn die Hinrichtung stattfinden soll, wird er hinten am Brunnen stehen. Aber ich komme ja nicht mal an dem Zaun hier vorbei. Warum nehmen Sie nicht einfach die 2 Tunnel unter dem Brunnen? Was? Einen Tunnel? 2 Tunnel? Den Tunnel, von dem ihr gerade gesprochen habt. Unter dem Windbrunnen. Es gibt Tunnel unter dem Windbrunnen? Die sollten Sie nehmen, um zu Emil zu gelangen. Okay. Wie komme ich in den Tunnel?
Sie meinen, ob es einen Eingang gibt? Ganz genau. Keine Ahnung. Aber woher wisst ihr von dem Tunnel? Ich war drin, hab die Tunnel ausführlich erforscht. Und wie seid ihr dann da reingekommen? Na, durch den Eingang. Aber wo befindet sich der Eingang? Also, wenn ich das noch wüsste. Oh. Das ist Jahrhunderte her. Also mindestens 40 Jahre. Es war die aufregendste Reise meines Lebens. Naja, vielleicht, wenn wir gemeinsam überlegen. Vielleicht fällt euch dann wieder ein, wo sich der Eingang befindet. Okay, also, es begab sich einst, dass ich als junge Instrumentennase auszog, um Asposien zu erkunden. Ich hatte von einem geheimnisvollen Schatz gehört, den zu suchen ich aufbrach. Okay. Ausgestattet mit nichts als... Oh, meine Nase. Was war das noch? Wir machen hier ein Folgenpäuschen. Bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.